Damit kommen wir zum zweiten Teil unserer Auszeichnungen und setzen fort mit unseren Wohnbaupreisen und beginnen mit dem Projekt der Wohnbaupreis in der Kategorie Geschosswohnbau. So, und dieser Preis geht nach St. Pölten, Mühlbach Ost, der Siedlungsgenossenschaft Alpenland, gemeinsam mit der WED. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Ich darf Ihnen das Projekt wie folgt vorstellen. Das Quartier bildet zum Stadtraum St. Pölten eine Torsituation und weist in seiner Anordnung und Durchbildung eine differenzierte Ausformung von Freiräumen und Qualitäten auf. Das städtebauliche Konzept besteht aus einer L-förmigen Randbebauung des Grundstückes und 6 Stadtvillen, die einen qualitätvollen Freiraum ergeben und sich Richtung Westen zum Grünraum des Mühlbaches öffnen. Besonders hervorzuheben ist die intensive Planungs- und Vorbereitungsarbeit zur Nachbarschaftsbildung unter Einbeziehung der vielfältigen Gemeinschaftsflächen und Räume. Die Anordnung einer Tiefgarage unter dem gesamten Areal ermöglicht die uneingeschränkte Nutzung der Außenräume, welche als organisch ausgeformte, teilweise hügelige Freiräume mit vielfältiger Bepflanzung gestaltet sind. Das Nutzungsangebot zeichnet sich durch vielfältige Wohnungstypen und zusätzlich aneigenbaren Kleingewerbeflächen aus. Die optimierte Anzahl der Garagenstellplätze ist einem Mobilitätskonzept und einer öffentlichen Busstation geschuldet. Ebenso wurde eine Schnellladestation ausgeführt. Die Anlage mit architektonisch durchdachtem Gestaltungs- und Freiraumkonzept bildet ein vorbildlich zukunftsweisendes, urbanes, offenes Quartier. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich in der Kategorie Geschosswohnbau das Projekt St. Pölten-Mühlbach-Ost.